Gründung und Unternehmergeist gehörte eigentlich schon immer zur Geschichte Esslingens dazu. Von daher schließt sich heute in gewisser Weise der Kreis, dass wir hier unseren Gründertalk machen in diesen schönen Hallen, um etwas über die Gründer von heute zu erfahren, einen interessanten Abend zu verleben und Ihnen hoffentlich ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben zu können, was es braucht, um zu gründen, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist, wie man denkt. What's your story? Share your experiences. Es ist wichtig, Dinge zu hinterfragen. Hört in euch hinein und dann findet ihr euren Weg. Also bei mir war das so.